Mal gucken, ob ich das noch alles auf dem Kopf, aus dem Kopf weiß, was da rein muss. Oh, die braucht jetzt schon wieder ein Klo. Eieieiei. Ich glaube, ich mache das so. Sonst sitzen die Blumen so nah beieinander und das sieht dann auch wieder doof aus. Und die Blumen müssen wir natürlich ganz vorsichtig von Hand pflücken. Die dürfen wir nicht einfach so abfegen. Also die Hände hier vor der Pyramide gefallen mir aber gar nicht. Da muss ich wahrscheinlich diesen Schnodderboden wegmachen, damit die nicht spawnen. Ich könnte mir da vorstellen, dass der Untergrund auch anzeigt, was da drauf spawnt. Oder dass man aufgrund des... Oh, ich brauche erst ein Blümchen. Anhand des Untergrunds sehen kann... Weil sonst hat es ja nirgends solche Hände. Die hat es tatsächlich nur hier auf dem... Und auch diese Ghule da spawnen wahrscheinlich nur da drauf. Das wäre aber auch ein Stückchen Arbeit noch, den Boden zu richten. Oh, die haben alle keine Unterkünfte. Ich glaube, ich mache da aber trotzdem eine Massenunterkunft noch. Blume. Jetzt fehlt hier noch ein. Und das Gegengleich. Boah, die Kamera, die bringt mich hier noch zu Weißglut mit diesen Einstellungen. So, das mit dem Blumen ist jetzt zwar leicht versetzt, aber wie gesagt, ich müsste, wenn, dann müsste ich da hinten noch ein Mäuerchen reinziehen. Das ist dasselbe Problem wie hier drüben. Aber das mache ich vielleicht auch noch. Mal schauen. Damit es dann nicht so in der Ecke... verschwindet. So, jetzt fehlt noch irgendwas, damit es dieses süße Zimmerchen wird. Da gucken wir jetzt doch mal. Nee, nicht schöner Schlafsaal. Hier. Bewohnerschild, Bett, Lichtquelle. Okay, das ist aber nicht das, was ich möchte. Ich glaube, ich habe schon drüber gescrollt. Irgendwie schon drüber gescrollt. Wahrscheinlich wollen die jetzt hier drinnen noch alle möglichen anderen Sachen haben. Eine Küche, vielleicht auch noch die Bar. Oder so Sachen. Hier, süßes Schlafzimmer. Ich brauche einen Stuhl noch. Aha, einen Stuhl. Der Stuhl fehlt noch. Gucken wir mal, ob wir da noch was haben. Was irgendwie stuhlmäßig aussieht. Okay, dann kriegt er jetzt ein Schemelchen.
Und den Stuhl stellen wir. Aber so rum, oder? Dass man dann davor sitzt. Ja, das ist nämlich falsch rum. Immerhin, die Funktion ist erfüllt und sie sind glücklich. Und das ist für mich gerade mal die Hauptsache. Der ist auch falsch rum. So. Jetzt. Wollen wir schon mal Quest abgeben. Er ist dann schon mal glücklich. Meine Güte, Anja, der raubeinige Schlafraum und das süße Schlafzimmer sind fertig. Du hast genau das gemacht, was ich wollte. So sieht die Pyramide richtig wohnlich aus, meinst du nicht? Falls dir je langweilig ist, kannst du gerne die ganze Bude mit solchen Räumen füllen. Während du an den Räumen gearbeitet hast, habe ich mit den Leuten aus Grünfeld geplaudert. Die sind ein netter Haufen, Jungs und Mädels, was? Wenn ich hier eine Kneipe hätte, ich wusste es, würde ich ihnen allen eine erfrischende Rebschorle gönnen. Vielleicht sogar zwei, aufs Haus natürlich. Pass auf, wenn die Pyramide erstmal steht, könntest du mir vielleicht eine bauen? Wir könnten diesen Ort hier zu einem richtigen zweiten Zuhause machen. Der wird schon noch ankommen mit seiner Bar. Oder es steht mir frei. Nanu? Anja, geht das nur mir so oder ist dir irgendetwas... komisch. Was ist hier komisch? Ich glaube, ich muss noch mal mit ihm reden. Ich spüre Monster in der Nähe und ich meine nicht die Wilden, die hier leben. Wir glauben, du könntest recht haben, Malroth. Oh, es regnet oben rein. Oje, Mini. Wir sind hier doch in der Wüste, da dürfte es eigentlich gar nicht regnen. Ich schaue mir das mal näher an. Folgt mir, wenn ihr bereit seid. Heißt das, ich muss schon wieder irgendeinen Angriff abwehren? Wie außerordentlich seltsam. So etwas ist noch nie passiert. Also zumindest hier nicht. Ich habe da einen Verdacht, wer dahinter stecken könnte. Vielleicht dieser nette Walter? Walter? Anja, wenn mein Gefühl mich nicht täuscht, ist Malroth möglicherweise in Gefahr. Wir müssen hinterher. Schnell, Leute. Ausgerechnet jetzt fängt es an zu regnen. Eigentlich wollte ich doch noch Schlafmöglichkeiten schaffen für die lieben Leute hier. Guck mal, dass die alle so schön schlafen können. Hier ist nämlich noch Platz. Na gut, das scheint jetzt sehr, sehr eilig zu sein. Dann laufen wir mal hinterher. Und alle wissen auch genau, wohin. Oh, 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 schaut mal, was da steht. Ein Segelschiff. Oh, oh. Ja, 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 da gibt es einen Angriff. Muss ich noch irgendjemanden ausrüsten? Hey Leute, seht euch das mal an! Die Black Pearl. Oh, jetzt habe ich natürlich zum Beispiel hier hinten die Wache noch nicht richtig ausgerüstet mit richtig guten Waffen. Und auch hier unser Bonanzo hat noch nicht eine richtig gute Waffe. Oh, aber vielleicht kriegen wir das ja trotzdem hin. Die sind ja jetzt schon richtig stark. Ist das ein Schiff? Ich kann es durch den ganzen Dunst nicht richtig erkennen. Ach, deswegen regnet's. Ja, und ich glaube, es gehört den Kindern Hargons. Sie planen vermutlich an Land zu gehen. Also ich könnte noch schnell Waffen holen. Wir haben ja auch noch welche übrig. Eins. Zwei. Zweimal bräuchten wir Waffen. Die anderen haben alle schon die neuen. Gehen wir doch mal schnell noch holen. So dumm, dass wir die in die Kiste gepackt haben. Sonst hätten wir sie jetzt schon gleich dabei.
Das ist dann wieder der Vorteil, wenn man alles mit hat. Hallo Ratte. Derweil läuft unsere Pyramide mit Wasser voll. Also das da geht ja auch nicht. Schaut euch das mal an. Haben die gar nicht richtig abgetragen. Jetzt wisst ihr, warum da ein halber Kaktus rumgestanden hat. Oh, weiter Weg. Oh, diese hier, genau, da haben wir nämlich genug. Ob wir sonst noch was für den Kampf? Heiltränke, Heilsachen, aber ich glaube, zur Heilung haben wir, ja, 36, das geht. Aber vielleicht sollte ich noch mal ein bisschen was essen, damit ich nicht so schlapp bin. Ach nein, du sollst das nicht da reinstecken. Ich vergesse das immer, dass wenn ich vor einer Truhe stehe, dass sie das dann da reinpackt. Und nicht, wo habe ich es denn jetzt hinwandern lassen? Noch was? Oh ja, guck mal, wir haben noch Schnitzel. Oh, das sieht gut aus. Irgendwie bin ich vorhin da hinten rumgelaufen, gell? Dabei wäre es doch hier ein bisschen kürzer gewesen. Ja, guck mal, hier füllt sich's jetzt mit Wasser, weil es regnet. Das war vorhin alles leer. Oder? Das war vorhin doch nicht. Das hier. Oder sind wir doch da hinten durch? Nee, da war kein Wasser drin eben noch. Oder hier vorne vielleicht doch. Weil da hinten habe ich nämlich noch gedacht, da könnten wir auch noch Wasser reinkippen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob da vorhin schon was drin war. Ich habe nicht so drauf geachtet vor lauter Hektik. So, du kriegst hier ein besseres Schwert. Guck mal hier. Und du. So, ich glaube, dann haben wir alle Kämpfer ausgerüstet. Sie eins? Ja. Sie hat eins, man sieht es nur nicht, weil sie so eine schicke Kluft anhat. Okay, dann können wir ja starten, ne? Ich verstehe das nicht. Was machen die Kinder Hargons hier? Wieso jetzt? Ist das nicht offensichtlich? Diese miesen Missionare von vorhin müssen Verstärkung gerufen haben. Also, wie auch immer sie hergekommen sind, wir werden sie wieder nach Hause schicken. Hat jeder von euch etwas Scharfes, Spitzes bei sich? Anja, wenn du glaubst, dass wir selbst Verstärkung brauchen, solltest du das Einwohnerverzeichnis benutzen und die anderen Grünfelder aus den grünen Gärten herholen. Was meinst du, Anja? Sind wir bereit, die da fertig zu machen? Ich glaube aber, wir haben alle da, oder? Soll ich nochmal gucken? Wer würde denn noch fehlen? Also zumindest von den Kämpfern. Der Peer kämpft eh nicht. Wir haben bloß die zwei Random Lloyds nicht geholt. Aber ich glaube, die kämpfen sowieso nicht. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, wir gucken mal noch nach. Wir machen mal... nein. Und dann holen wir mal alle, die möglich sind. Dann sehen wir es ja. Ob wir die noch ausrüsten können. Ich glaube, das wird ja nötig sein. Ja, okay. Hier vorne füllen sich die Teiche nicht. Vielleicht war hinten tatsächlich schon Wasser drin. Jetzt schauen wir mal. Also, die Tiere kämpfen sowieso nicht. Die sind alle da, die sind da. Wer ist da? Wilfried, Lili, Babs, Butz, Margok, Schöpfer, Ordelia. Eben die hier weiß ich eben nicht. Ach, das geht auch gar nicht, wie ich sehe.
Gut, dann ist es eh egal. Dann haben wir alle da. Ja. Gut. Dann kann's losgehen. Ist auch ziemlich zerfetzt da. Das Segel und alles sieht so ziemlich oll aus. Also ich könnte mir vorstellen, also bis auf die Lichter, wenn die Lichter nicht wären, könnte man auch sagen, es ist vielleicht einfach nur ein gestrandetes Schiff und wir sehen es gar nicht richtig, weil es eben so ein mieses Wetter ist. Also jetzt geht's los. Wir haben alle da und die Hühner müssen noch rangeholt werden. Die Hühner kämpfen leider nicht und werden bloß kaputt gemacht. Und ich glaube, die werden auch gar nicht, meines Wissens, werden die wahrscheinlich gar nicht, die würden wahrscheinlich hier nur in der Gegend rumlaufen und ihre Eier fallen lassen. Das wollte ich hören. Wir dürfen nicht zulassen, dass meine Monarchie des Meuchelns von diesen wahnwitzigen Wilden zerstört wird. Lulu, du bleibst hier und kümmerst dich um alle, die kein Schwert halten können. In der Zwischenzeit machen wir aus den Monstern Kleinholz. Danke, ihr beiden. Anja, Malroth, bitte lasst nicht zu, dass diese grausigen Monster unsere Insel erobern. So, ein Schnabel macht Aua. Oh ja, oh ja, eigentlich schon. Jetzt stell dir mal so eine Armee Hühner vor, die sich da auf die alle stürzen. Das wäre schon cool, das stimmt. Na, wen haben wir denn da? Aha. Hey da, Anja, wir sind wieder da. Tut uns leid, dass wir die Flatter gemacht haben, wie ein Wanderfalter, Alter. Cooles Schiff. Ich hab gesagt, dass wir uns nicht einmischen, Alter. Ich hab gesagt, dass wir dir unseren Glauben nicht aufzwingen würden, Alter. Aber das war eine Lüge, Alter. Ja, wer hätt's gedacht. Wir sind zurück und bringen der Insel ein neues Zeitalter, Alter. Zack, bumm, aus, Alter. Alter. Erbauer sein ist schlecht, also knipsen wir dich aus wie ein Lichtschalter, Alter. Ja, mal gucken, wer hier wen ausknipst. Möge der Kampf beginnen. Zerquetscht ihre Knochen. Naja, bis jetzt sind es noch kleine Maulwürflies. Das sieht bestimmt gleich ganz anders aus. Aha, 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 okay. Etwas opulenter. Aber natürlich für unsere Armee hier. Ups. Und unsere tolle Ausrüstung. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, wenn man also wenn man so eine Insel verlässt, so eine Questinsel, und dann tatsächlich die Leute gar nicht mitnimmt, sondern man kann ja immer wählen. Nimmst du mich mit? Ja, nein. Wenn man jetzt immer ablehnt und dann tatsächlich hier zu wenig Leute hat, ja, ob das dann möglich ist, dann muss man vielleicht noch... Zack! Die sind eh schon tot. Dann muss man vielleicht noch zu den Inseln und die Leute noch schnell rekrutieren, weil das sonst überhaupt nicht schaffbar ist. Ja, möglich. Diese Möglichkeit müssen die Entwickler ja auch irgendwie einbauen. Oh, die tapfere Odilia hier. Super. Oh. Das dürfte ja dann schon der letzte sein hier. Ach, ich hatte gehofft, ich hau den noch um vorher, bevor man seinen Rundumschlag machen kann. Oh, da kommen ja mehr. Hey, 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 da sind ja richtig viele Wellen. Ich hab so viele Wellen hatten wir noch nie. Oh, Schiff. Oh ja, mitten rein. Bums. Boah, das hat denen sogar allen den Rest gegeben. So, jetzt sehen hier aber meine Arbeiter schon ziemlich alt aus.
sollten die schon langsam sterben. Oh, ich glaube, ich bin schwer. Oh, da kommen noch mehr. Sag mal, was ist denn heute los? Also dann können die hier ja nicht sterben, sondern fallen halt einfach um und sind... Ich sollte vielleicht auch mal mich heilen. Die fallen dann einfach um und sind halt kurz bewusstlos und berappeln sich dann wieder. Aber sie sehen schon alle ziemlich mitgenommen aus, muss ich sagen. Ich hoffe, das ist nicht Sinn der Sache, dass wir irgendwann hier sterben sollen. Dass jetzt so viele Wellen kommen, dass wir echt alle mal alle sterben. Oder bewusstlos sind oder so angeschlagen, dass wir nicht weiterkämpfen können. Vielleicht ist das Ziel der Sache. Wäre ja möglich. Oh. Nee. Oh, ja, Shift. Zack. Weil nämlich jetzt gerade immer die gleichen kommen. Da spawnen jetzt gerade immer wieder die gleichen Gegner. Nein, das hat aufgehört. Die lagen alle schon am Boden. Geht es allen gut? Die Kinder Hargons werden es sich zweimal überlegen, bevor sie uns erneut angreifen. So viel ist sicher. Ach, der Walter lebt ja noch. Wir sind noch nicht geschlagen, Alter. Die Kinder kommen wieder und packen dich beim Strumpfhalter, Alter. Aber für die kleinen Fische bist du zu zäh, Alter. Ich glaube, es wird Zeit für einen neuen Plan, Alter. Hm? Haut er jetzt ab? Oh weia, der Haufen ist nicht zum Spaß hier. Hey, Monster, die Erbauerin hat hier das Sagen. Daher lautet der Plan, ihr macht sie platt und die Insel bekommt neue Verwalter, Alter. Na, wenn es jetzt nur noch die paar sind, die sollte ich ja schaffen. Nee, Kumpel, so nicht. Ich lass nicht zu, dass du unseren Kumpel wegnimmst. Nicht im Traum. Anja, du musst hier raus, aber Dalli, du bist zu wichtig. Keine Sorge, wir kümmern uns um diese Pappenheimer. Was, ich soll jetzt abhauen? Malroth, du begleitest sie. Geh zum Dock und fahr zu einer anderen Insel. Ich habe jetzt aber keine Lust, hier abzuhauen. Hey, ich bin noch gar nicht fertig. Die Pyramide ist nicht fertig. Aber was wird aus euch? Wir können nicht einfach... Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Debatten. Diese Monster wollen uns Anja nehmen. Und dann wären alle unsere Träume und Hoffnungen verloren. Geht! Gut, ich kümmere mich um sie. Alles andere liegt bei euch. Komm schon, Anja, ab zum Dock. Ich habe echt keinen Bock, uns hier einfach abzuhauen. Guck mal, die sind ja alle hier schwer verletzt. Na gut, wenn ihr meint, wenn das so gedacht ist. Da ist auch schon ein Ausrufezeichen. Ups. Das mache ich aber nur ungern. So einfach entkommst du uns nicht. Fleischbirne. Wer redet? Ein Hinterhalt. Wir werden uns durchkämpfen müssen. Wieso? Aufs Schiff und weg? Oh, ich habe riesige Angst. Warum müssen die jetzt hier auf den Felsen sein? Komm mal runter, bitte. Hier kämpft es sich ein bisschen besser. Autsch. Der ist stabil hier, der. Aber nicht lang. Die Monster wurden besiegt. Großartig. Gut, das wäre geschafft. Meine Knochen sind noch ganz. Das können andere nicht behaupten. Nee, die liegen da hinten rum. Oh, der Einsiedler kommt. Anja! Malroth! Wie ich höre, verlasst ihr uns für eine Weile? Das ist wohl das Beste. Die Kinder Hargons wollen dich unbedingt in ihre schmutzigen Finger kriegen, Anja. Solange du hier bist, kommen sie wieder. Aber sobald sie sehen, dass du nicht hier bist, werden auch sie verschwinden. Aber es sind doch jetzt ganz viele Erbauerlein auf der Insel. Die anderen sind doch auch alle kleine Erbauer. Was ist mit den anderen? Denkst du, dass sie ohne uns sicher sind? Die kommen schon zurecht, recht. Lasst die Kinder Hargons meine Sorge sein und konzentriert dich lieber darauf, Anja zu beschützen. Na gut, pass auf sie auf, ja?
Versprochen. Und jetzt solltest du besser mit dem Kapitän Tintin sprechen. Wenn jemand einen sicheren Hafen für euch finden kann, dann er. Also irgendwie ist das mir gerade gar nicht recht hier. Los, Anja, gehen wir. Ach, du Schande. Ich bin ja gar nicht prepared. Und alles ist in der Kiste und vielleicht brauche ich was davon und überhaupt. Harr, das sind ja mal wieder Figelinge Zustände hier, Anja. Vielleicht verkrümeln wir uns lieber auf eine andere Insel. Zeig mir auf der Karte, wo es hingeht und ich plane den Kurs. Soll ich jetzt einfach irgendwo hin? Hauptsache weg? Dann würde ich sagen, wir gehen mal zu der Anglerinsel, weil auf der waren wir noch nicht. Würde ja dann passen. Da waren wir schon überall. Dann machen wir doch mal da. Wenn du zwischen Inseln hin und her reist, wird deine Speicherdatei überschrieben und deine Speicherdatei gelöscht. Ich hoffe, das ist jetzt eine gute Entscheidung. Na dann los, alle Mann an Deck. Dann setzen wir Segel. Oh, und den Brief haben wir noch nicht gelesen. Da ist ja ein Brief. Vielleicht war das was Wichtiges. Oder es hätte eine neue Insel uns eröffnet, auf die wir jetzt eigentlich hätten sollen. Wir können uns ja einen Briefkasten hinstellen. Wir können ja einen basteln. Wobei auf der neuen Insel dann vielleicht nicht. Keine Ahnung. Das ist irgendwie komisch, wenn man jetzt gar kein Ziel hat. Der Wellengang heute ist... Jetzt werde ich wahrscheinlich auf See. Es ist egal, wohin ich gehe. Ich werde auf See irgendwie überfallen, oder? Der Wellengang heute ist... Ach du lieber Himmel! Was zum Teufel war das? Sind wir irgendwo gegengeprallt? Entschuldigt, meine Schiffskumpel. Sieht aus, als hätten wir einen Felsen oder sowas getroffen. Schwer zu sagen bei dem Nebel. Moment, der Nebel lichtet sich. Ach du Scheiße. Wir haben das andere... Oder wir haben ein Schiff gerammt von den Kindern Hagons. Beim Klabautermann, wir sind gerade mit einem Schiff der Kinder Hagons zusammengestoßen. Aber interessant, dass das Schiff so mitgenommen ist und unseres ist noch heile irgendwie. Wir haben ja irgendwie einen Rambock vorne dran. Ach, ihr habt unser Schiff gerammt, ja? Dafür sollte ich euch die Federn rupfen lassen. Moment mal, ihr seid lästige kleine Menschen. Ihr solltet wissen, dass ihr das offene Meer nicht besegeln dürft. Oh oh. Wartet mal, Menschen, die auf dem Meer segeln? Einer davon sieht aus wie ein lächelnder Trottel, der andere guckt grimmiger als der Tod. Ihr müsst diese spatzenhirnige Erbauerin und ihre kampfeslustiger Kumpel sein, von denen uns Bruder Walter erzählt hat. Da wolltet ihr euer Nestchen verlassen und seid direkt in unseren Schoß gelandet. Ach verdammt, sie haben uns erkannt. Sieht aus, als hätten wir keine Wahl. Wir müssen uns freikämpfen. Vom Regen in die Traufe, hm? Ich kämpfe lieber hier oben irgendwie. Aber jetzt sind wir schon da. Das sind jetzt mal ganz andere. Gegen so welche haben wir noch gar nie gekämpft. Die Monster wurden besiegt. Die sind ja fast von allein gestorben. Großartig. Jetzt haben wir ein großes Schiff. Naja, ein bisschen lädiertes großes. Gute Arbeit, Anja. Diese großen Hühner waren uns nicht mal ansatzweise gewachsen. Oh, da kommt noch eins. Krächz! Nanu? Tut mir leid, Leute. Er hat mich überrumpelt. Dämliche Menschen, ihr wart so im Siegestaumel, dass ihr vergessen habt, euch flugs nach eurem Freund umzusehen. Pech gehabt, wenn du glaubst, dass wir uns um ihn sorgen. Aber, keine plötzlichen Bewegungen, sonst lasse ich euch auffliegen. Lasst eure Waffen fallen, schön langsam. Was meinst du, Anja? Braunbart verliert vielleicht ein Bein, aber er würde es überleben. Sollen wir es riskieren? Weißt du, der macht dem was? Also solange er ihn jetzt nicht umhaut? Nein. Hier stirbt niemand. Ja, wir kämpfen. Was? Schickt mich nicht ohne Ruder den Kanal rauf. Leute, ich flehe euch an. Was meinst du, Anja? Braunbart verliert was? Muss ich Nein machen? Ja. Es
ist es nicht möglich, ja zu machen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Warum hat man die Wahl, wenn man sie dann doch nicht hat? Muss ich jetzt aufgeben? Vielen Dank. Tut mir leid, dass ich mich habe schnappen lassen. Na gut, dann werden wir wohl tun müssen, was uns dieser großschnäbelige Depp sagt. Ist schon besser. Jetzt kommt her. Jetzt muss ich mich fangen lassen. Ich fass es nicht. Gebt mir eure gesamte Ausrüstung und versucht nicht, etwas vor meinen Adleraugen zu verstecken. Was ist das? Ein Hammer, ja? Ah, das war's dann. Ich weiß, wo es jetzt mit euch hingeht. Oh, Hauptsache, ich habe meinen Rucksack noch mit meinem Buch. Ganz toll. Die anderen halten ihre Köpfe hin, damit wir abhauen können, und dann werden wir doch geschnappt. Es tut mir leid. Wir stecken nur meinetwegen in der Klemme. Ist irgendwas, Anja? Was? Woher soll ich wissen, warum sie dir deine Klamotten abgeknöpft haben? Ich bin nur froh, dass wir unsere behalten durften. Stimmt. Oh, wo bringen sie uns noch hin? Bleib ruhig, Braunbart. Sobald wir an Land sind, schlage ich uns den Weg frei. Fürs Erste sollten wir uns etwas Schlaf gönnen. Auf der Matte da, zu dritt? Guck mal, ich habe gar nichts mehr. Ich habe überhaupt nichts mehr. Oh no.